Während des langen Sommers der Migration überwanden tausende Menschen die Grenzen der Festung Europa. Es dauerte nicht lange, da reagierten europäische Regierungen auf Druck von rechts mit Abwehrmaßnahmen. Ihr Ziel, die Zahl der ankommenden Menschen zu senken. Die neue Zauberformel dafür, Rückführung und Fluchtursachenbekämpfung. Die Verhältnisse zu überwinden, die Menschen weltweit zur Flucht zwingen, ist mit Fluchtursachenbekämpfung aber nicht immer gemeint. Vielmehr ermöglicht das neue Label der EU Mittel für Entwicklungszusammenarbeit oder wirtschaftliche Investitionen an Länder fließen zu lassen, die bereit sind, die Fluchtrouten nach Europa zu blockieren. Neben Armutsbekämpfung oder Bildung wird Entwicklungshilfe so auch für die Ausbildung von Polizei und Armeen in diktatorischen Regimen verwendet. Dieser Interpretation von Fluchtursachenbekämpfung folgen auch die Programme zur freiwilligen Rückkehr und Reintegration in Deutschland. Sie legen Schutzsuchenden bereits bei ihrer Ankunft in Europa die Rückkehr in ihr Herkunftsland nahe. Für eine frühzeitige Ausreise werden Extra-Boni versprochen, die Übernahme von Wohnkosten oder Hilfe bei der Arbeitssuche im Herkunftsland. Als Gegenleistungen müssen die Menschen auf ihren Schutzstatus, ein Asylverfahren und weitere Rechtsmittel verzichten. Vielen Geflüchteten in Deutschland fehlt es an rechtlichem Beistand und Perspektiven im Asylverfahren. Das liegt auch daran, dass den unabhängigen Aufenthaltsberatungen massiv die Mittel gekürzt wurden. Übrig bleibt oft nur die einseitige Beratung durch die Rückkehrprogramme. Viele Menschen fühlen sich dadurch unter Druck gesetzt. Ausweglosigkeit und Verzweiflung oder auch die Angst vor einer brutalen Abschiebung sind dann oft Gründe, sich auf eine freiwillige Rückkehr einzulassen. Für die, die zurückkehren, ist die politische und wirtschaftliche Situation meist schwierig, manchmal sogar lebensbedrohlich. Die schön klingenden Versprechen der Bundesregierung werden oft nicht eingehalten. Oder die Mittel reichen nicht aus, um ein menschenwürdiges und sicheres Leben aufzubauen. Viele bereuen ihre Entscheidung zur Rückkehr. Einige sehen sich erneut zur Flucht gezwungen. Mit ihrem Rückkehrprogramm versucht die Bundesregierung, das Recht auf Asyl auch den Menschen abzukaufen, die eigentlich gute Anerkennungschancen haben oder aus Ländern kommen, in die nicht abgeschoben werden darf. Und jede freiwillige Rückkehr dient ihr als Argument für die vermeintliche Sicherheit des jeweiligen Landes. Dadurch können Abschiebungen auch in unsichere Länder legitimiert werden. Wir meinen, freiwillig geht anders. Und Fluchtursachenbekämpfung auch.